ihr Lieben, ich stehe hier an der Königsbrücker Straße und um die wird es uns heute auch gehen. Die Königsbrücker Straße ist schon seit sehr langer Zeit Gegenstand von heftigen Streitigkeiten. Und am schlimmsten daran ist eigentlich, dass es immer noch Pläne gibt, die Königsbrücker Straße vierspurig auszubauen in zwei Dritteln der Strecke. Was daran besonders schlimm ist, dass viele Bäume auf dem Weg hier an der Königsbrücker Straße dem weichen müssten. Diese Pläne sind natürlich schon sehr, sehr alt und es gibt auch Widerstand dagegen, vor allem auch von uns Piraten. Es kann nicht sein, dass im Jahr 2021, wo alles auf Klimawende, Verkehrswende und so ähnliches hinläuft, wir quasi eine Art Stadtautobahn hier hinbekommen, statt auf der anderen Seite doch viel eher einen schönen Boulevard draus zu machen, der FußgängerInnen, Fahrradfahrende und auch den ÖPNV bevorzugt und irgendwie auch Dresden ein gewisses modernes Antlitz gibt. Dieser eine Baum hier hinter mir ist vielleicht der einzige, der stehen bleiben würde. 121 Bäume würden der vierspurigen Ausbauvariante zum Opfer fallen. Natürlich muss die Königsbrücker Straße saniert werden und das am besten schnellstmöglich. Wir Piraten setzen uns jedoch dafür ein, dass sie nur im Bestand saniert wird. Das geht natürlich auch viel schneller und unterm Strich kann dann auch dieser Baum bleiben. Und dieser. Und dieser. Und dieser. Und dieser. Und dieser. Und der hier. Die beiden auch. Und alle diese hier. Und dieser. Und der hier. Und dieser. Und dieser. Und dieser. Und dieser. Und dieser. Dieser hier. Und dieser Baum. Neben der Königsbrücker Straße beschäftigen wir uns auch mit vielen anderen Themen, um die Neustadt und Dresden lebenswerter zu gestalten. Zum Beispiel die autofreie Neustadt, Walkable City, Stadt der kurzen Wege. Und wir wollen natürlich auch, dass für die hier wohnenden Menschen der Wohnraum günstig bleibt. Wir wollen den Mietenwahnsinn stoppen, das putzige Länder entwickeln und erhalten. Für das alles gehen wir mit Stadt muss atmen auf die Straße am 16. Juli um 17 Uhr vor der Schauburg.